Thema Matrizen. Also zunächst mal so die Grundbegriffe dazu. Eine Matrix ist zunächst mal einfach nur eine Anordnung von Zahlen. Also so spaltenweise, so eine Tabelle, mit der man rechnen kann praktisch. Hier zum Beispiel 6 Zahlen, 2 Zeilen und 3 Spalten. Das Format von der Matrix ist 2 kreuz 3, sagt man. Also erst wie viele Zeilen gibt es und dann wie viele Spalten gibt es. Genau, das Format ist ganz beliebig, so wie man es eben braucht. Zum Beispiel die Matrix B hat jetzt das Format 4 kreuz 2, also 4 Zeilen und 2 Spalten. Okay, eine Matrix, die nur aus einer Zeile oder einer Spalte besteht, wie die zwei hier, nur eine Zeile, nur eine Spalte, nur eine Zeile, die kürzt man dann nicht durch Großbuchstaben, sondern in Kleinbuchstaben ab und macht einen Pfeil drüber, das sind dann Vektoren. Ja, also einfach spezielle Matrizen, die nur eine Zeile oder eine Spalte haben. Eine quadratische Matrix erkennt man am Format, dass sie gleich viele Zeilen und Spalten hat. Die hier ist quadratisch, die hier ist natürlich auch quadratisch, die hier ist auch quadratisch. Okay, es gibt noch spezielle Matrizen, die Einheitsmatrix. Warum die wichtig ist, das sehen wir dann auf der nächsten Seite. Die ist so aufgebaut, auf der Diagonale so runter zu Einsen und sonst Nullen. Also E kann dafür stehen, E kann dafür stehen. Könnt die Variante mit 4 Kreuz 4 könnt ihr euch ja auch vorstellen. Also einfach 1 auf der Diagonale und sonst 0. Okay, schauen wir uns an, was man mit Matrizen so alles rechnen kann. Also zunächst mal ganz einfach Addition und Subtraktion. Geht so intuitiv. Ja, also muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Geht nur, wenn die Matrizen das gleiche Format haben. Ja, und dann halt eben 2 plus minus 2 gibt 0. 0 plus 3 gibt 3, 4 plus 2 gibt 6. Minus, Subtraktion genauso, nur beim gleichen Format und dann halt immer die Einträge, die an der entsprechenden Position stehen. Gleiche Position wird dann halt verrechnet und so weiter. Was man berechnen kann, skalare Multiplikation bedeutet aber nur, dass man eine Zahl mit einer Matrix multipliziert. Also hier ist die Zahl, die wird mit der Matrix multipliziert, einfach so, wie man es schon kennt. So ähnlich wie wenn man bei normalen Zahlen jetzt irgendwie eine Klammer ausmultipliziert. Ne? Da wird doch auch jeder Eintrag, der in der Klammer steht, mit der Zahl dann multipliziert und bei Matrizen ist das ganz genauso. 4 mal 1 gibt 4, 4 mal minus 2 minus 8, 4 mal 4 gibt 16 und so weiter. Die Zahl kann vorne stehen oder hinten stehen, das tut nichts zur Sache. Also alles total einfach. Was schwierig ist, oder nicht unbedingt schwierig, aber man muss eben wissen, wie es geht, ist die Multiplikation von zwei Matrizen. Also eben nicht, wenn ich eine Zahl mit einer Matrix mal nehme, sondern zwei Matrizen, die ich miteinander multiplizieren will. Okay, die am Beispiel, diese zwei Matrizen sollen miteinander multipliziert werden. Ihr wundert euch vielleicht gleich mal, weil die eben nicht das gleiche Format haben. Aber die Multiplikation geht jetzt nicht so, wie man vielleicht denkt, einfach so wie die Addition, dass man einfach die Einträge, die in der gleichen Position sind, miteinander multipliziert, sondern wie folgt. Also diese Matrix mal diese Matrix. Man schreibt, ich würde euch empfehlen, das ist so ein Hilfsschema von Falk, heißt es. Ich würde die erste Matrix, die hier steht, Reihenfolge ist wichtig, unten hinschreiben, hier. Die zweite Matrix hier oben hinschreiben. Und dann wird gerechnet. Also, ihr seht praktisch, wir haben hier dann insgesamt 2 Zeilen und 2 Spalten. Das heißt, wir rechnen insgesamt 4 Einträge aus. Die Ergebnismatrix hat das Format 2 kreuz 2. Der erste Eintrag oben, wie kommt man auf den? Auf den zeigt ja diese erste gelbe Zeile von der linken Matrix und die erste blaue Spalte von der zweiten Matrix. Und mit den 6 Einträgen wird es verrechnet. 1 mal 2 plus minus 2 mal 0 plus 1 mal 1. Hier seht ihr es mit den Farben und dann hat man diesen Eintrag. Schauen wir uns an, wie man auf diesen Wert hier kommt. Auf den zeigt ja diese Zeile und diese Spalte und mit den 6 Werten wird es dann berechnet. Also gelb und rot 1 mal 0 minus 2 mal minus 1 plus 1 mal 0 gibt 2. Und hier unten entsprechend. Dass das überhaupt funktioniert, dieses System, also dass man hier praktisch die Zeile mit der Spalte mal nimmt,
Das funktioniert natürlich nur, wenn hier gleich viele Einträge stehen wie hier. Das könnt ihr von vornherein schon checken. Also diese erste Matrix hatte das Format 2 Kreuz 3, 2 Zeilen, 3 Spalten. Die zweite hat 3, 2 hier. Und die, man kann ein Produkt aus zwei Matrizen nur dann bilden, wenn diese beiden Zahlen hier übereinstimmen. Diese beiden hier. Okay, und das ist der Sinn dahinter, also weil sonst macht es keinen Sinn, sonst kann ich diese mit denen hier nicht multiplizieren. Und das Ergebnisformat, das kann man auch schon zu Beginn sehen, ne? Also diese zwei müssen übereinstimmen. Und dann bleibt ja sozusagen von der ersten Matrix diese Zahl übrig, kommt hier hin, und von der zweiten Zahl diese. Das Ergebnis hat dann 2 Kreuz 2. Das muss man selber ein paar Mal gemacht haben, dann läuft es. Zweites Beispiel noch kurz dazu, also vom Format her, kurzer Check, 2 Kreuz 2 mal 2 Kreuz 2 passt auf jeden Fall und gibt wieder 2 Kreuz 2. Hier ist die erste Matrix, hier ist die zweite Matrix. Ihr dürft nicht tauschen, die erste Matrix, die hier steht, muss hier hin und die zweite Matrix hier hin. Das kommt gleich noch, ich kann es aber hier schon mal sagen, die Multiplikation von Matrizen ist nicht kommutativ. Auf Deutsch, die Reihenfolge beim Multiplizieren macht Sinn. In der Regel kommt was anderes raus, ob ihr praktisch rechnet die Matrix mal die oder die mal die. Also die Reihenfolge macht einen Unterschied. In dem Beispiel jetzt zufällig nicht, aber sonst immer. Okay, also nochmal kurzes Beispiel. Die kommt dahin und dann eben auf diesen Eintrag zeigt ja diese Zeile und diese Spalte 1 mal 1 plus 2 mal 0 gibt 1. Fertig. Vielleicht noch diesen Eintrag hier. Auf diesen Eintrag zeigt diese Zeile und diese Spalte. Also 3 mal 0 plus 4 mal 1 gibt 4. Und da ist sie. Wenn ihr euch die anschaut und die anschaut, dann seht ihr doch, dass diese Matrix mit der hier zu multiplizieren überhaupt nichts verändert hat. Genau, und auf der Vorseite habt ihr gesehen, dass diese Matrix einen speziellen Namen hat. Das ist die Einheitsmatrix E und das ist genau ihre Aufgabe oder praktisch ihre Rolle. Wenn ich eine beliebige Matrix mit ihr multipliziere, dann kommt am Ende wieder diese Matrix raus. Also diese Matrix, die ich mit der E multipliziert habe. Das steht hier, eine beliebige Matrix mal E ergibt immer A. Die Reihenfolge ist dabei egal, also ich kann auch E vorne hinschreiben und A hinten hin, da kommt immer A raus. Zum Vergleich, wenn ihr euch überlegt, bei normalen Zahlen ist es ja so bei der Zahl 1. Wenn ihr rechnet 5 mal 1, kommt auch wieder 5 raus. Und genau die gleiche Rolle hat dieses E hier, diese Matrix E, die ist sozusagen die Zahl 1 in der Matrizenwelt. Genau, zuletzt noch. Division von Matrizen ist nicht definiert. Das hat eine größere Wirkung, weil wo man ganz dringend ja dividieren muss, ist, wo man, wenn man Gleichungen löst, ne, dann kommt ja immer dieser Kommandostrich rechts und dann teilt man durch eine 2 oder sowas. Und wenn das nicht geht, dann muss man bei den Matrizen sich da anders zu helfen wissen.